Dann würde ich Ihnen jetzt noch Am mal Colonel. Schmerztabletten mitgeben. Herr Michael, Sheriff warum hat hat er er Frage an Sie, geredet? auch nicht Mr. sollen. Bishop, ich Ganz grüße Sie. kurz, ganz kurz, Chef. Ich soll Ihnen Wie von sieht es denn Mr. aus mit den Kollegen? Wie sieht die aktuelle Herr Lage Colonel aus? übergibt sich, glaube ich, gleich wieder. Das weiß ich nicht. Also, es Ich müsste liege der, ich ziemlich bin gut. verletzt. Der Lieutenant hat die Befehlsgewalt. Er müsste wissen, welche Männer er noch zur Verfügung hat und welche nicht. Okay, vielen Dank. Dann gute Besserung, ja. Ja, wie gesagt, ich halte mich hier auf, weil es hieß, dass die Männer angreifen. Ich bin der Meinung, sie haben sich mittlerweile die Zähne ausgebissen und haben keine Chance mehr. Nehmen Sie Ja. meine Männer Also zum sollen wir eine Abtransport. Geiselbefreiung starten, Sir? Geiselbefreiung? Ja, es wurde ja gesagt, Ja, dass fünf die haben Sheriffs ja als die Geiseln Sheriffs in genommen der wurden. Macht. Sie müssen jetzt Genau. erstmal zusehen, dass die ganzen Männer, die Sie dabei haben, ganz, ganz lange auf die Insel gehen. Und danach können Sie nach Ihren Männern suchen. Nee, Ich das soll Problem Ihnen ist, dass ich persönlich. mit Mr. Martins Runde alleine bin und da haben wir, glaube ich, 6 oder 7 schon von den Herrschaften. Ja, dann schicken Sie die alle auf die Insel. Ja, mit 2 Mann nach Saint-Denis und so weiter hin und her, Ja, das wir kann ein werden bisschen Sie dauern, ne? begleiten, verdammt nochmal. Die Aber kümmern Army Sie sich kommt. jetzt erstmal drum. Die Army kommt mit Ihnen. Erstmal müssen Sie den einen Job erledigen, dann den anderen. Wenn Sie jetzt hinterher Natürlich. reiten und versuchen, Ihre Männer zu retten, dann werden diese Männer in dieser Scheißzelle da vergammeln. Und das darf niemals passieren. Das ist richtig, Also, natürlich. Sheriff, jetzt gehen Sie da raus und kümmern Sie sich darum, dass die Leute. Ich glaube, dass Sie bluffen. Die haben gar nicht so viel Sheriffs. Wenn Sie überhaupt Doch, einen doch, haben. ich war dabei. Die haben mich auch im Fesseln gehabt. Die haben 6 Stück meiner Männer. Sechs Männer. Ja. Sheriff, Wie habt ihr oder das im Minde bekommen? können Sie Wir den standen vor Herrn. der Bank und auf einmal kamen die von der Seite. Ja, Gips, ich bin da. Gips sind Sie, ne? Ja, genau richtig, ja. Ja, ich kann das nicht entscheiden. Wie gesagt, ich bin verletzt. Ich überlasse Gips und Lieutenant Stone die Entscheidung, was sie da machen und wie sie Ja, das ja. machen. Ja? Ja, okay. Letzten Endes, wie ich sage, natürlich, aber Sie müssen auf das Gut. Leben Ihrer Männer achten, das ist auch wichtig. Das Ja, ist richtig, ja. dann kümmern Sie sich erstmal um die Männer in den Zellen. Ja. Das Ich heißt, Sie bin. werden mich begleiten, ja? Ja, werde ich machen. Ich werde gleich meine übrigen Männer Könnte der sammeln. Sheriff ihn fesseln? Ja. Colonel, ich sollte noch eine persönliche Der Herr Nachricht da von hinten, der jetzt gleich fertig Dolan ist. ausrichten. Was haben Sie Wir sind gesagt? soweit durch mit der Ich soll Behandlung. Ihnen noch eine Dann können Nachricht Sie von ihn auch Mr. Dolan festsetzen. ausrichten, Sir. Wer, ne? Sie werden wohl der Erste sein, der noch in dem Fluss landen wird heute. Da kann er lange suchen. Das Stück Scheiße. Ja, also es geht ja darum, dass die Waffen wohl nicht eingeschmolzen werden sollen. Ja, er kann mich mal am Arsch lecken. Können Sie mal Alles klar, ausrichten. Sir. Ich wollte Ihnen, ich soll es Ihnen ausrichten, Sir. Ja, also wenn Sie ihm noch was ausrichten können, richten Sie ihm das aus. Ja? Sir, wie viele Männer denken Sie, werden Sie hier noch brauchen, Sir? Ich brauche keine Männer Ich mehr. hatte den Ich Shuttle gehe vor. hier in diesen Hallen, gehe ich in den Gut. Dienstschluss. Sergeant! Jawohl, Sir. Alle übrigen Männer sollen sich Ich vorne kann auf bis der zu der Straße Tür fahren. sammeln. Jawohl, Sir, wird gemacht. Nicht, dass die irgendwo reinziehen. Passen Sie auf, ja? Ich Die glaube, wir sollen haben die sehen. Reste von denen, Mikrofon muted. alle, wie wir vom Fort runtergekommen sind, sind die hier zu Fuß geflüchtet und haben auf uns schießen angefangen und wir haben die dann noch mitgenommen, quasi. Ja, wie gesagt, sammeln Sie die Männer. Jawohl, wird Okay. gemacht. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Alle Männer vorm Medizinerhaus sammeln. Alle Männer. Offizier sein ist was Mikrofon Tolles, ja? Nach Dienstgrad aufstellen. Bitte alle sammeln. Alle muted. sammeln und nach Dienstgrad aufstellen. Okay, wie sieht's Colonel aus? Bishop, kommen Sie mit, Eine Sir? Reihe von denen Mikrofon aufstellen. activated. Muss ich hier raus? Ja, eine Reihe. Alles gut, wir Nun, wenn Sie zum müssen Fort zurück aufstellen. wollen, müssen Alles Sie klar, wohl ich oder muss über die Praxis verlassen, ja? Achso, okay, Aber natürlich. Sie können auch gerne noch hier bleiben, wenn Sie sich hier wohler fühlen. Ja, Sie haben schöne, gemütliche Betten Wunderbar. hier. Nun Auf ja, jeden also es Fall. geht komfortabler, möchte ich meinen. Das ist richtig, Das ist ja. etwas zugig dort an der Tür. Und ein bisschen vollgeschwitzt und vollgeblutet, aber Ja, letzten Herr Endes. Kaiser, Nun, dann scheinen Sie Sie nicht sind der besonders hohe Ansprüche zu haben, wenn ich das mal so formulieren darf. In der Armee hat man grundsätzlich nicht hohe Ansprüche, Madame. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Man gewöhnt sich an alles. Das ist Trotzdem würde ich richtig. Sie erstmal mit raus begleiten. Würdet ihr bitte vom Fenster weggehen? Draußen ist noch ein Heckgeschütze. Ja, in Wo Ordnung. suchen wir das Dann Handy kommen Sie aus? einmal mit. Komm mit. Nein. Gibt's hier ein Fenster? Ja, das ist das mit den Flugblättern verhangene. Ich würde dann ins Hotel gehen, ja. Ich muss sowieso in den Dienstschluss. Ins Hotel. Nun, dann lassen Sie sich bitte begleiten. Wenigstens bis zum Hotel. Ach, das geht schon. Nein, ich muss da leider drauf bestehen. Das ist eine ärztliche Anweisung. Wir wollen Sie ja sicher ins Bett bekommen, ne? Nicht, dass Ihnen nochmal schlecht wird oder so. Absicherung. So. Männer, ich bin verletzt. Ich miete mich hier im Hotel ein. Wir sehen uns morgen wieder, Herr. Jawohl, Colonel.
Und bevor ich euch hier verlasse, ne, ihr habt einen verdammt guten Job gemacht. Die Männer haben sich an euch die Zähne ausgebissen. Ihr seid scheiß Wölfe. Presst sie auf. Lieutenant, ich begleite den Körner noch bis zum Hotel mit. Sie sind wirklich nett, Männer. Danke sehr. Kann ich nur so zurückgeben. Ich habe eine Frau getroffen. Können Sie mir vielleicht die Tür aufhalten? Bitte? Können Sie mir vielleicht die Tür aufhalten? Na, auf jeden Fall. Sekunde. Danke, Mädel. So. Ja, ich werde mir dann hier ein Zimmer mieten und werde dann hier nächtigen. Ja, ausgezeichnet. Mädel? Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen eine erholsame Nachtruhe. Das wünsche ich Ihnen auch und danke, dass Sie mir und meinen Männern geholfen haben. Ich bin Ihnen zu großen Dank verpflichtet. Ihr Land ist Ihnen zu großen Dank verpflichtet, ja. Das ist mein Beruf, meine Passion, könnte man meinen. Ihre Berufung. Das mache ich sehr gerne. Ihre Berufung, und, ja. Genau, die Berufung. Sehr wunderbar, das vereint beides in sich. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vor allen Dingen noch einen ruhigen Dienst, ja. Ja, vielen herzlichen Dank und Sie erholen sich gut. Danke, bis dahin. Das mache ich. Bis morgen. Gute Nacht.